Nachdem Alex das Kapitel beendet hat, entdeckt sie auf der Rückseite von Peters Kapitel eine kleine Münze. Glückspenny! Ja! Und wir sind beinahe irre. Nur noch beinahe. Das hat übrigens nichts damit zu tun, dass wir gerade fast irre sind. Das ist ein Ereignis, das auf jeden Fall eintritt. Hi, kann ich dir helfen? Kuckuck. Ja, warum musst du... Oh, Kellerschlüssel, sehr schön. Aber warum musst du auch auf dem Boden bluten, Frau? Meine Güte. Also ich meine, wenn man dich um... Hi. Das Buch wollte bestimmt gerade einfach so wegfliegen. Ja, Tür öffnen, danke. Nö, ich lass, mach die Tür nicht auf, nö. So, und ab in unseren Keller. Hier gibt's doch eine ganze Stadt oder so. Oh, Gewehrpatronen, schön. Oh, hat jemand zugemauert, Unverschämtheit. Warum mauert ihr so mal in die Menü? Ja, Sicherungskasten, ole ole. Ein Sicherungskasten und Stromkreisunterbrecher sind an der Wand angebracht. Alle Sicherungen bis auf eine sind völlig in Ordnung. Dass eine Sicherung fehlt, ist sehr verdächtig. Bevor sie nicht ersetzt, bleibt der Stromkreis unterbrochen. Glups, Glücksbenny. Hey, hier geblieben. Ja, den Unterbrecher betätigen. Oh, da liegt was. Hammel. Revolvermunition, sehr schön. Eine große alte modische Safe stammt aus der Zeit, als Schwermetallkonstruktionen anstelle von zuverlässigen Schließmechanismen für Sicherheit sorgen sollten. Das Safe dürfte nicht allzu schwer zu öffnen sein, wenn Lex ein Stethoskop hätte, mit dem er das Einrasten des Zahlenschlosses besser hören könnte. Naja, wir hatten ja mal einen Doktor in der Familie. Aber erst schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Okay. Ah ja, ich erinnere mich. Das wird später nochmal sehr interessant. So, ihr erinnert euch doch noch an das eine Zimmer, in das wir nicht hinein konnten, weil das zugemauert worden ist. Quasi. Also das hier. Die Tapete in diesem Abschnitt des Flurs zeigt deutlich Unebenheiten, als sei die Wand anders beschaffen als der restliche Teil des Flurs. Irgendwie konnte man die doch kaputt machen. Oder musste ich sie erkennen? Ich glaube zwar eigentlich nicht, dass das... Nein, nein, das kann es eigentlich nicht sein. Irgendwas war damit. Aber ich weiß ums Verrecken nicht mehr was. Also ich meine, ich weiß, was da war, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da rankam. Aufhebung vielleicht? Mensch, Rock hebt ja alles auf. Allerdings bin ich der Meinung, die ist tatsächlich richtig. Ich sag ja, es hebt alles auf, selbst meine Sprüche. Nee. Irgendwie ging's doch noch, dass man das Ding... Nee, egal, gehen wir erstmal hier. Oh, eine Seite aus dem Journal von Maximilian Rivers. Ich war immer bestrebt, allen mit Liebe zu begegnen. Aber nun versucht die Liebe mir Schmerz, verursacht die Liebe mir Schmerz und Leid. Ich habe gelernt, nichts zu fürchten. Und gerade das bereitet mir nun die größte Furcht.
alle, die mir einst loyal gegenüberstanden, schauen mir nun als meine ärgsten Feinde ins Gesicht. Ein antiker Medizinschrank hängt an der Wand. Die Zeit und die feuchte Luft des Raumes haben ihre Spuren im Holz hinterlassen. Ja, wir möchten den Schrank bitte gerne öffnen. Oh, da befindet sich sogar eine Kapitelseite, das Legat der Finsternis. Das nehmen wir doch mal mit. Oh, Sequenz. You are not free to leave this plane until you complete a task for me. You are to hunt and kill the master of this house. Do this one thing and you will be free. Else fear the wrath of Chaturka. Also der kann ja nicht hinter uns her sein. Complete for your arrival, master. Now we must wait for the planets to align. And that is not too many years from now. Another Roivus has crossed our path. This time, we will not be so merciful. He will meet such a horrible death that the rest of the line will never set foot in his house again. Da kann es ja nur um den Großvater gegangen sein. Na, dann halt nicht. Hm. So, ich würde sagen, wir speichern jetzt erst einmal. Auch nur ein klein wenig. Das, ja, in den 50ern. My education in psychiatry did not prepare me. I would love to see how Freud's view of his mother would change with the knowledge of Chaturka. How Skinner would incorporate Zelotath into his behaviorist theories. How Jung would accommodate Ulioth into his theory of the collective unconscious. Like my ancestor, Maximilian, I too had an interest in my family tree. As a psychiatrist, I believed that science could provide answers into my family's sordid, bizarre past. It was with great excitement that I began my search. The mansion's history was filled with my colorful predecessors. Everything from convicted and hung witches to committed madmen, each laying their own peculiar mark on its character. I intended to find their secrets. Tja. Freundlich fragt sie Edward, ob sie etwas für ihn tun könnte. Buch mitnehmen. Ein Buch, in dem die Familiengeschichte aufgezeichnet ist, liegt auf dem Sims, so sei es erst kürzlich darin gelesen worden. Historische Aufzeichnung gefunden. Na, da schauen wir doch gleich mal rein. Ein altes, modriges Buch in trockenem, staubigem Leder gebunden. Dieses Buch beschreibt die frühe Geschichte der Familie Royals, zurückgehend bis in die Zeit vor der Einwanderung in dieses Land. Irgendetwas wurde zwischen die Seiten geklemmt. Soll etwas rausziehen? Aber natürlich! Edward hat einen Minutenzeiger einer Uhr gefunden. Ach ja. Hier ist es ja leider nicht so einfach, dass wir den Tome of Eternal Darkness einfach mal so kriegen, indem wir durch eine Tür gehen. Nein, wir müssen jetzt Zeiger suchen. Um dann die Uhr mal wieder einzustellen. Eine große Stiluhr steht auf dem Tisch im Foyer. Wunderbar gearbeitet, aber sie scheint nicht zu funktionieren. Die Zeiger stehen bei 3 Uhr 33. Joa. Oh. Hm. An den Wänden des Foyers befindet sich eine Art Ahnengalerie. Jedes Porträt
wirkt düster. Grüblerische Gesichter hinterlassen beim Betrachter ein unangenehmes Gefühl, dass etwas dahinter verborgen ist. Das mit dem Sprechen muss ich nochmal ein bisschen bauen. Oh, Munition. Revolver-Munition, sehr schön. Umguck. Nix. Doof. Ne, da liegt doch was. Nein, das ist nur eine dumme Ecke. Hi. Ich kann mit dem nicht reden, das finde ich jetzt aber ein bisschen blöd. Was war das jetzt nur für das bisschen Munition gut? Naja, gut, okay. Edward hat das Klavierspielen nie gelernt. Trotzdem gönnte sich ab und zu den Spaß, auf die Tasten einzuimmern. Es hat für ihn therapeutischen Wert. Vielleicht wird er eines Tages doch die Muße haben, es richtig zu lernen. Okay. Nee, der haben will. Der Bedienstete rückt das Geschirr zurecht und informiert Edward darüber, dass der Tisch wie gewünscht gedeckt sei. Geh weg, ich will. Du sollst ja weg. Menno. Also. Ein antiker Säbel der Kavallerie hängt dekorativ in einem Rahmen an der Wand befestigt und reflektiert das Mondlicht. Den nehme ich mit. Ach ja. Ein absonderlich gestalteter Kaminsims. Er ist mit merkwürdigen Siegeln, die kreisförmig angebracht sind, verziert. Er passt zu der Art von Kunst, die im Ganzen auszufinden ist. Vielleicht ist dies hier von besonderer Bedeutung? Theoretisch ja. Praktisch momentan offensichtlich nicht. Trudelu. So, wo ist der verflixte andere Zeiger? Hier müsste die Wand ja auch schon zugemauert sein. Ja. Na? Hallo. Selbstgespräche führen beklagt sich die Bedienstete darüber, dass dieses Anwesen niemals richtig sauber werde. Kiste? Ach, Kisten in diesem Spiel sind doof. Da lobe ich mir doch Button-Kaitos-Zeiten, da hat man wenigstens noch. Egal. Gewehrpatronen, yay. Gut, rede ich halt nicht mit dir, mir doch wurscht. Edward fühlt sich angesichts des Waffenschrankes einer Antiquität etwas beunruhigt. Er möchte die Scheiben nicht einschlagen, um an die Waffen zu gelangen. Wo hat er denn den Schlüssel angelegt? Ja. Aber da leuchtet ein Buch, da gucken wir doch mal da rein. Hey. Auf dem Sims liegt ein Buch mit dem Teil der Familiengeschichte. Ah, da wird doch wohl der zweite Zeiger drin sein. Ein altes, modriges Buch, in trockenem, staubigen Leder gebunden, beschreibt die Geschichte der Familie Rivers der letzten 150 Jahre bis heute. Zwischen den Seiten ist etwas eingeklemmt. Soll etwas das herausnehmen? Ja. Sehr schön. Und war hier nicht noch? Nein, war nicht. Sah eben nur kurz aus. Trotz allem gehe ich jetzt noch nicht runter. Nö. Ich gucke mich erst hier oben zu Ende um. Melancholisch und schwermütige Gemälde schauen von den Wänden eine seltsame Art, ein Schlafzimmer zu dekorieren. Jedes strahlt eine starke Bösartigkeit. Naja, aus die nur einem unzurechnungsfähigen Verstand entsprungen sein kann. Mhm, ist klar. Yay, Revolver-Munition. Yay, Gewehrpatronen.